Sie erinnern sich? Das ist Mitte des Jahres. Sie haben ein halbes Jahr lang Ihre Termine da reingeschrieben und die Termine für die nächsten Monate auch. Sie werfen diesen Kalender nicht aus dem Fenster. Ja? So schnell stecken Sie in der Korruptionsfalle. Und dann fangen Sie an, Kosten-Nutzen-Abwägung. Was tue ich jetzt? Er ist ja derjenige, der es aufgedeckt hat, der dann noch einen quasi Kronzeugenbonus kriegt. Der andere, der womöglich sogar noch Beamter ist, der ist platt. Beamter, Korruption, fristlos entlassen, tschüss. Und das mit in meinem Alter, Mitte 40. Ja, viel Spaß da draußen auf dem Markt. Mit einer Beamtensozialisation. Super. Ganz toll. Keine Chance. Das weiß der. Solche Verführungsstrategien sind es, die eben sich auch aus einem Netzwerk ergeben können. Oder ich bin auch immer unglaublich vorsichtig, wenn ich in bestimmten Konstellationen, wo ich da mal was zu entscheiden habe, ne? Flasche Wein ist nicht gleich Flasche Wein. Ja, das kann, also es gibt Flaschen Wein, die kosten 300 Euro. Ich trinke für mein Leben gern Rotwein, aber es gibt manchmal unglaublich teure Weine, die unglaublich schlecht schmecken. Die mag ich gar nicht. Das heißt, man kriegt eine Flasche Wein geschenkt, ja, man macht sie dann zu Hause auf und denkt, Mann, was für eine Plörre. Ja, gießt sie weg. Ich mag zum Beispiel nur trockenen Rotwein. Ja, also deswegen, irgendwie so ein süßes Zeug ist, ja. Also das, und dann muss ich euch echt sagen, also das ist eine der wenigen Stellen, wo ich im Leben sage, also das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Also nein, ich ziehe mir da nicht so eine Flasche rein, wenn er nicht schmeckt. Also das muss nicht sein. Ich bewege mich natürlich auch nicht in diesen Preisklassen. So, Sie wissen es aber dann zum Teil nicht. Das heißt, Sie haben da unter Umständen gerade 300 Euro in Ausfluss gegossen. Ich hatte jetzt auch eine Abteilung Nähkästchen. Morgen stehe ich vor Gericht. In meiner anderen Funktion als DJV-Vorsitzender, wir haben mit unserem alten Verlag, der 50 Jahre lang unser Mitgliedermagazin betreut hat, gerade so ein paar Auseinandersetzungen. Und das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, obwohl da sicherlich nichts Negatives zu unterstellen ist. Aber ich bin eben auch im Privatleben oder eben auch in solchen Konstellationen, bin ich sehr grundsätzlich. Weil es da hieß, ja, wir gehen einmal im Jahr mal schön zusammen essen. Und das zahlt der Verlag. Ich sagte, nein, ich nicht. Weil immer theoretisch, ich will da um Gottes Willen nichts unterstellen, aber ich kenne eben so unglaublich viele Fälle aus meiner Recherche, aus meiner Berichterstattung, wo genau solche Dinge und Christian Wulff sowas ähnliches, wir wissen doch nicht, was vielleicht noch mit auf die Rechnung geschrieben wird. Vielleicht gar nicht von dem Unternehmer selber, sondern irgendwie von jemandem, der von dem Lokal oder von jemandem, der am Nachbartisch oder so mit dem Lokalbesitzer kennt und ihn einen reindrücken will oder sowas. Also wenn Sie eine bestimmte Position haben, eine bestimmte Verantwortung haben, dann muss man auf solche Dinge eben auch achten, die im Rahmen einer solchen erstmal positiven Klüngelbeziehung sich einschleichen können. Denn ich glaube, über eins sind wir uns alle einig. Diese niedrigen Stufen der Pyramide, das ist lebens- und liebenswert. Das ist einfach schön, durch die Stadt gehen zu können, durch in die Kneipe gehen zu können, ins Café oder sonst wohin. Und einfach zu wissen, wenn ich ein Anliegen habe, wenn ich ein Problem habe, jetzt mal abgesehen von, dass ich meinen Kölsch kriege, aber ein netteres, kurzes Gespräch, vielleicht auch eine unglaublich tolle Bekanntschaft oder vielleicht auch jemanden, der mir bei meinem Problem gerade mal weiterhilft. Ja, das sind sozusagen die ständigen Kontaktbörsen, die extrem positiv sind, aber die dann eben auch ins Negative kippen können. Und damit muss man sich systematisch auseinandersetzen. Man muss eben schauen, dass solche Menschen, die dann eben versuchen, ihre Korruption zu verschleiern, sich das erstens selbst schönreden, Stichwort Korruptionsethik, und zweitens einen Schachzug machen, den man bei uns in Köln legal konstruieren nennt. Ich nehme was vor, was ich eigentlich nicht darf, und überlege mir dann, wie ich das jetzt doch so erklären kann, dass ich das eigentlich doch dürfen wollen könnte. Und da kann man zu ganz wunderbaren Dingen kommen. Da werden dann zum Beispiel Beratungsverträge, ich sage mal, Beratungsverträge sind die Tarnkappe der Korruption. Also im politischen Bereich Beratungsverträge, ja, entweder man macht das ganz offen und öffentlich, und wenn man es nicht macht, wir sagen in Köln immer so schön, da kannst du daran fühlen. Ja. Wenn man es nicht macht, kann man fast die Uhr nachstellen, da stimmt was nicht. Haben wir in Köln auch reichlich Erfahrungen mitgesammelt. Ja, wir haben immer wieder so Beraterverträge ohne eigentliche Gegenleistung
gehabt. In diesem Müll- und Spendenskandal gab es dann tatsächlich Rechnungen, die gestellt worden sind. Oder nur jemand ein bisschen was aus den Zeitungen ausgeschnitten hat und aus dem Internet zusammenkopiert hat. Und das war dann für 3 Millionen Euro ein Gutachten. Ja, solche Dinge hat es gegeben. Das war übrigens ein ehemaliger Landtagsabgeordneter, also damals war er das noch. Und der ist der Einzige, der diesen ganzen Müll-Spendenskandal, der hat es einfach so dumm angestellt, der ist wirklich im Bau gegangen. Das war der Einzige, der wirklich ins Gefängnis gekommen ist. Die anderen saßen mal in Untersuchungshaft, aber ansonsten ist das alles glimpflich ausgegangen. Aber der hat es dann doch auch ein bisschen übertrieben. War nicht ganz so schlau. Und wie gesagt, wir haben in Köln reichhaltige Erfahrungen damit. Wir haben aber auch jahrzehntelang komplett weggeschaut. In Köln war es so, als ich mit den ersten Korruptionsgeschichten kam, also ich war früher selbst mal politisch aktiv, deswegen habe ich, als ich beim WDR angefangen habe, erstmal keine Politikberichterstattung gemacht. Und habe viel Musikgeschäft gemacht mit Künstlern und so, ne, wie man das als junger Mensch auch gerne macht. Ne. Früher Konzerte fotografiert, dann irgendwann Interviews mit Künstlern und dann eben auch für Radio und Fernsehen solche Sachen gemacht. Aber die merkten natürlich in den Konferenzen, der hat Ahnung von Politik. Und dann habe ich das irgendwann für mich auch klar getrennt und gesagt, nee, das ist jetzt ganz in den Journalismus und Politik lässt es sein. Jetzt mittlerweile bin ich auch durchs Hintertürchen wieder im politischen Bereich sozusagen bei den DHV angekommen. Aber damals habe ich da eine klare Grenze dann gezogen und habe dann eben auch sehr intensiv über Politik berichtet und dann natürlich auch sehr kenntnisreich und habe dann eben auch Korruptionsfälle wirklich aufgedeckt. Und das hat in Köln jetzt nicht allen gefallen, wie man sich lebhaft vorstellen kann. Und da gab es, jetzt nochmal rausgesucht, da gab es wirklich so die ersten Reaktionen, wo die Stadtverwaltung offiziell mitgeteilt hat, offiziell, bei uns gibt es keine Korruption. Und das ist was, wo ich ganz ehrlich immer sagen muss, in jeder Behörde, in jedem größeren Unternehmen, ein Bekannter von mir macht Antikorruptionsschulungen und der sagt, wenn ich in eine Behörde, ein Unternehmen reinkomme, und die Frage, gibt es bei Ihnen denn, was meinen Sie, könnte es da Korruption geben? In dem Moment, wo die Nein sagen, ja, weiß ich schon ganz genau, in welchem Laden ich bin. Weil in jedem, auch bei der Polizei, in jedem Laden gibt es ein gewisses Maß an Korruption. Das ist einfach menschlich. Dann ist die Frage, ob es die strafrechtliche Schwelle schon überschreitet. Aber auch das, genauso wie es, wir haben seit dem Altertum den Menschen das Morden nicht ausgetrieben und das werden wir auch nicht. Das ist eben, es gibt abweichendes Verhalten. Ja, abweichendes, deviantes Verhalten werden wir immer irgendwann irgendwo beobachten. Und dazu gehört eben auch dieser Bereich der Korruption. Und diejenigen, die am lautesten schreien, nein, auch uns nicht, niemals. Ja, da kann man die Uhr nachstellen, dass da irgendwo irgendwas vergraben ist. Wie gesagt, Köln hat da eine ganze Reihe von gehabt, erst in den verschiedenen Bauämtern. Manchmal ist es nicht so einfach zu unterscheiden zwischen tatsächlicher Korruption, Schlampigkeit und unglaublicher Dummheit. Weil natürlich, und das hängt dann die unglaubliche Dummheit, letzten Endes mit der Korruption zusammen, der nicht strafrechtlich relevant. Schwache Vorgesetzte versuchen sich natürlich immer Leute reinzuholen, die jetzt nicht stärker als sie sind. Wenn man sich so ein bisschen mit Organisationssoziologie beschäftigt, dann merkt man irgendwann, dass solche Leute natürlich irgendwann auffallen, diese Vorgesetzten, die jetzt nicht so toll sind. Ja, im öffentlichen Dienst, was machen sie da? Und auch vielen Unternehmen, was machen sie da? Ja, rauswerfen, wenn sie eine gewisse Position erreicht haben, sieht das ja auch doof aus. Also wird da hochgelobt. Ja. So, und dann baut sich das immer weiter auf. So, und dieses zum Teil dann auch über Parteibücher organisiert oder über andere sachfremde Einflüsse, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die Netzwerke, die sich dann an der Stelle auch zuzurren, also der Karneval zum Beispiel, ein paar Kilometer weiter von Köln sind es dann eben die Schützen. Ja, aber es gibt immer auch irgendwo so gesellschaftliche Gruppierungen, wo man dann eben zusammenhängt, zum Teil Rotarier oder Lions, Freimaurer. Ja, es gibt so viele, Handarbeitskreis. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man gemeinsam seine Freizeit verbringen kann. Und es gab eine Karnevalsgesellschaft, die hat mal ein Krügelbuch aufgelegt. Da waren die Anzeigen drin von den Mitgliedern und es war hinten auch nochmal Mitgliederverzeichnis. Und es wurde sogar haben sie mittlerweile abgeschafft. Es wurde
ernsthaft dazu aufgefordert, doch wann immer man irgendetwas Wirtschaftliches zu tun hätte, doch immer nur bei den Mitgliedern einzukaufen. Und, ne? Also, so weit geht es dann zum Teil. Und deswegen hat also auch die objektive Dummheit ihre Wurzel oft in der Korruption. Weil da halt jemand hingelobt worden ist, weil da halt jemand über Pöstchen, Schacher, aus welcher Konstellation auch immer, relativ häufig dann auch über die Politik, dahingesetzt worden ist und dann klappt es eben nicht mehr. Insofern, Klümmel, der Begriff, kommt aus dem Althochdeutschen und steht für Knäuel. Also Wollknäuel. Und das kann man natürlich auch schön nochmal anwenden, das Modell, das Wollknäuel an sich, das die Öffentlichkeit nicht scheuen braucht, ist relativ ordentlich geordnet. Und je mehr, lass mal eine Katze damit spielen, je mehr das durcheinander geht, je mehr sie nicht mehr sehen oder erahnen können, oft können sie es ja auch in sozialen Beziehungen nur erahnen, aber immerhin, in dem Moment, wo das Knäuel ihnen nicht mehr das Bild vermittelt, wie der Faden eigentlich läuft, in dem Moment sind wir im Bereich der Korruption. Und das wird eben dann zum Beispiel vorsätzlich gemacht. Es wird vorsätzlich der Faden eben so legal konstruiert, dass sie nicht mehr erkennen können, wo er tatsächlich verläuft. Und das macht die Schwierigkeit. Das heißt, der gute Klümmel braucht sich nicht verstecken, braucht sich nicht zu schämen und ist auch keine Korruption. Aber er trägt die ständige Gefahr in sich, in selbige ab oder auf der Pyramide entsprechend aufzurutschen. Jetzt freue ich mich auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. Ja.